Hallihallo und herzlich willkommen. Ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gelesen, um was es heute geht. Dazu möchte ich ganz kurz noch was sagen. Und zwar, ich befasse mich jetzt schon seit 2 bis 3 Jahren mit der koreanischen Gesichtspflege und Beauty und all die Richtungen. Und da habe ich jetzt vor kurzem mal auf irgendeiner koreanischen Webseite gesehen, dass es eine 7-Tage-Tuchmasken-Challenge gibt. Und dann dachte ich, hey, voll geil, komm, das kannst du ja auch mal machen. Und das halt so im Zuge des Videos. Und habe mir dann auch ein paar Videos mal angeguckt auf YouTube von englischsprachigen oder koreanischen YouTubern, die dann Englisch sprechen natürlich, weil ich kann kein Koreanisch. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ganz, ganz viele 14 Tage machen. Und das halt entweder nur Tuchmasken, so wie ich es jetzt machen werde, oder halt dann gemischt, also dass man auch andere normale Crememasken oder sowas in die Richtung nimmt. Und ja, ich dachte einfach, ich probiere das aus, weil ganz, also ich fand die Reviews über diese Challenge waren sehr gespalten. Die einen haben gesagt, oh mein Gott, meine Gesichtshaut war nie besser. Und die anderen haben gesagt, oh je, das war echt zu viel Pflege, ich habe voll die Pickel bekommen und so. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie es läuft. Ich werde auch je nachdem, wie meine Haut darauf reagiert, vielleicht auch schon sagen, wie nach 7 oder 8 Tagen abbrechen, wenn ich merke, meine Haut rastet voll aus. Ich habe vor, die 14 Tage zu machen. Ich habe auch hier insgesamt 14 Tuchmasken. Warum habe ich mich auch für die 14 entschieden? Einmal einfach aus dem Grund, ich habe wirklich unfassbar viele Tuchmasken und damit kann ich sie ein bisschen reduzieren. Und zweitens, warum nicht? Ich dachte mir einfach, komm, warum nicht? Ich probiere es, dann kann ich jeden Abend ein bisschen hier luxuriös mit einer Tuchmaske hinsetzen oder auch über den Tag verteilt, wenn mal es am Wochenende ist. Und ihr werdet dieses Video vermutlich erst Ende Dezember sehen, also so um Heiligabend rum. Heute ist aber der 1. Dezember und ich werde es vom 1. bis zum 14. machen. Und ich habe mir absichtlich auch diese Zahl rausgesucht, weil vor allem jetzt dieses erste Adventwochenende ist jetzt, ich würde es nicht stressig nennen, weil es ist eigentlich nichts Negatives, aber ich habe viel zu tun. Also ich bin auf dem Geburtstag, auf dem 60. Geburtstag am Samstag, der dann wahrscheinlich relativ spät wird, bin aber am Sonntag auf der Taufe von meinem Neffen, was dann sehr früh sein wird. Und heute ist auch relativ viel los gewesen und jetzt so, ich finde, über die Weihnachtszeit hat man eigentlich Stress. Also man hat halt irgendwie immer mega viel zu tun, man trifft sehr viele Leute und ich dachte, ich kann dagegen wirken, weil meine Haut reagiert auf Stress meistens so, dass sie ein bisschen ausrastet. Ich muss es einfach sagen, also dass ich anfange, Reaktionen auf Produkte zu bekommen, auf die ich normalerweise keine Reaktion bekomme oder dass ich so, ich würde es nicht Pickel nennen, weil es sind eigentlich nicht wirkliche Pickel, aber ich habe so Unterlagerungen und man fühlt es dann, wenn ich über die Haut gehe und das möchte ich jetzt versuchen, ob ich dagegen wirken kann, wenn ich das mache. Weil ganz, ganz viele auch gesagt haben, wenn man wirklich in einer Woche jeden Tag eine Maske macht oder dann in 2 Wochen, dass die Haut damit besser klarkommt, als wenn ich dann jede Woche 1 oder 2 Tuchmasken mache. Und das möchte ich jetzt gerne mal wissen, ob das funktioniert. Ich habe mir auch vorgenommen, ich werde jedes Mal ein Foto machen von der Maske und ich dachte, jeden 3. Tag gebe ich euch kurz ein Review über die letzten 3 Tage. So, das alles zum Intro und jetzt zeige ich euch ganz kurz die Masken, die ich verwenden möchte. Und zwar die erste wird von Etude House sein. Ich werde sehr viele von Etude House nehmen, weil ich von denen ganz viele habe. Die Erdbeermaske, die habe ich auch schon mal probiert gehabt und fand die ganz gut. Tag 2, also die werde ich heute noch drauf machen. Tag 2 wird die Blaubeermaske sein, die kenne ich noch nicht. Die hier soll die Haut im Prinzip leuchten lassen. Die hier soll erfrischend sein. Dann auch eine Maske, die ich noch nicht getestet habe von Soap and Glory, die Radiance Boost Mask. Da habe ich vor, die morgens vor der Taufe noch drauf zu machen, damit meine Haut echt ein bisschen Leben zurückbekommt. Dann wieder von Etude House die Perlmaske. Die soll auch Brightening sein. Diese Etude House Masken sind für mich alles eher Feuchtigkeitsmasken. Egal was da drauf steht. Ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass die meine Haut mega glowen lassen. Abgesehen davon, dass die halt sehr gut genährt sind. Dann habe ich mir von Balea die Tuchmaske No Drama Llama gekauft. Kenne ich noch gar nicht. Ist ja eine neue Winter Edition. Dann von Soap & Glory habe ich die Fab Pore Maske. Die ist bis jetzt anders als alle Tuchmasken, die ich bis jetzt schon getestet habe, weil die ja Menthol drin ist und sehr, sehr kühl auf der Haut wird und auch wirklich mega krass kribbelt. Deswegen bin ich da auch mal gespannt, wie das so am 6. Dezember dann wird. Dann habe ich von Etude House die Lotus. Die soll glättend wirken.
Dann von der Marke Yes2 die Tomaten Clear Skin Detoxifying Charcoal Maske, also eine schwarze Maske. Habe ich auch noch nie getestet. Von Garnier Skincare die Hydra Bomb intensive Feuchtigkeitsspendende und beruhigende Maske. Von der habe ich bis jetzt nur die Lavendelsorte probiert, daher bin ich mal gespannt, wie die ist. Dann hatte ich letztes Jahr mal im Adventskalender, meine ich, die Two-Step Double Effect Maske. Und zwar ist es eine Maske, die auch bis runter zum Hals geht. Da bin ich ganz gespannt, wie die sein wird. Dann habe ich neu entdeckt. Ja, ich habe gerade gesagt, ich habe 1000 Tuchmasken und ich musste trotzdem eine neue kaufen. Von Salt House die Totes Meer Maske mit, die soll auch detoxiv, also detoxfrei sein, irgendwie sowas. Mit grünem Tee. Bin ich mal gespannt, wie die ist. Dann von Balea die Bier Panda. Da sieht man dann aus wie ein Panda. Bin ich auch mal gespannt, wie die sein wird. Beruhigend pflegen mit grünem Tee. Dann am vorletzten Tag von Etude House wieder eine Keramid. Maske und die soll tiefenpflegend sein. Und ganz am Schluss, am allerletzten Tag, haue ich es dann nochmal raus mit erneut der Soap & Glory Pore Refining Maske. Ja, das sind die Masken, die ich die nächsten 14 Tage testen möchte. Wie gesagt, ich bin ganz gespannt, wie es laufen wird. Und ihr seht mich dann in 3 Tagen wieder. So, die ersten 3 Tage sind rum und ich habe auch die ersten 3 Masken schon verwendet. Ich muss ehrlich gestehen, die Challenge war gleich bei den ersten 3 Tagen schon ein bisschen happig. Nachdem ich das Video, also die Challenge abgefilmt habe, habe ich noch mit einer Freundin geskypt und dann war es irgendwie schon 11 Uhr abends und dann musste ich noch eine Maske gleich drauf packen. Das war diese hier. Ich mag die Etude House Masken sehr gerne. Das habe ich euch ja auch schon gesagt in dem Vorspann, dass ich die halt sehr feuchtigkeitsspendend finde. Und das war halt da auch. Ich hab die jetzt etwa 30 Minuten drauf gelassen, weil ich gehört habe, dass man nicht warten soll, bis die Tuchmaske komplett trocken ist, weil sie dann im Prinzip die Feuchtigkeit, die noch auf der Haut liegt, wieder ins Tuch einsaugt und das dann auch wieder abgibt an die Luft. Inwieweit das stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich die 30 Minuten drauf gelassen. Die war gut. Dann habe ich gestern die Blaubeermaske drauf gemacht. Ich fand die nicht schlecht. Ich mag aber die Erdbeer lieber vom Geruch her. Also die riecht nicht nach Erdbeer und die auch nicht nach Blaubeer. Die riechen irgendwie anders, aber die fand ich jetzt vom Geruch her nicht so geil. Die habe ich nur 20 Minuten drauf gelassen, weil ich gestern ja auf dem Geburtstag von meiner Patentante war. Die ist 60 geworden und das ist 2,5 Stunden weg, wo ich wohne. Da habe ich es dann mittags noch drauf gemacht, bevor wir los sind. Und heute Morgen bin ich um 6 Uhr aufgewacht, nachdem ich gestern um 1 im Bett war und dachte dann, es passt perfekt, jetzt von Soap & Glory die Bright and Beautiful Radiance Maske zu verwenden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt schon einen Preisunterschied. Also hier, da habe ich damals, ich glaube, 15 Stück für sowas wie 18 € gekauft oder so. Also kosten die ein bisschen mehr als 1 €. Die hier, glaube ich, 2,50 Pfund, also für um die 3 €. Und es ist schon was anderes. Also bei den anderen merkt man, okay, die spenden Feuchtigkeit, ist auch gut, aber die jetzt, die ist die ersten so 10, 15 Minuten warm auf der Haut geworden und dann ist die runtergekühlt. Also man hat wirklich gemerkt, die Haut arbeitet und ich habe die auch 20 Minuten drauf gelassen, weil, wie gesagt, ich war heute auf einer Taufe und da hatte ich halt morgens nicht so viel mega Zeit. Ich hätte sie gerne einen Ticken länger drauf gelassen, aber top, also meine Haut sah so gut aus heute Morgen. Und ich hätte es nicht gedacht, weil ich ja nicht so viel Schlaf hatte. Aber wirklich sehr, sehr gut. Also falls ihr mal in England seid, guckt euch die an. Die ist echt hammergut. Ja, das waren meine ersten 3 Tage. Ich habe gerade meinen Weihnachtsbaum geschmückt und dachte jetzt einfach, ich filme vor meinem Weihnachtsbaum. Auch nicht wundern, dass die Nase rot ist. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch die 3 Tuchmasken zeigen, die ich jetzt die letzten 3 Tage verwendet habe. Die allererste war von Etude House, die Pearl Maske. Ich mochte die total gerne. Also wie gesagt, ich finde die von Etude House bisher alles super gut. Bei mir kommt es da eher auf den Geruch an, aber die hat auch noch gut gerochen. Daher war das auf jeden Fall ein Top. Ganz, ganz schlimm war Tag Nummer 5, nämlich von Balea die No Drama Lama Maske. Ihr seht vermutlich gerade auch auf dem Foto, dass die nicht so richtig gut auf dem Gesicht sitzt. Liegt einfach daran, dass die Tuchmaske sehr, sehr dick war. Zudem hatte ich auch das Problem, wenn ich Tuchmaske normalerweise raushole, dann drücke ich hier ein bisschen drauf, wenn ich sie ziehe, damit einfach ein Teil von der Flüssigkeit rausgeht, weil es sonst zu feucht ist und tropfen würde. Das war bei der hier gar nicht nötig. Ich habe sogar die Reste noch auf die Maske draufgeträufelt.
war trotzdem sehr, sehr trocken und halt dadurch, dass die Tuchmaske dick war und relativ trocken, hat sie auch auf dem Gesicht nicht wirklich gut gehoben. Das heißt, ich musste so da sitzen, damit die mir nicht runterfällt. Dann mein ganz, ganz großer Fail, vielleicht ist es nur persönlicher, aber das ist ja die Winter Edition von Balea. Daher hatte ich geruchstechnisch irgendwas in die Richtung erwartet. Ich meine, Zimt ist zum Beispiel sehr, sehr gut für die Gesichtshaut, aber Pustekuchen, die hat gar nicht nach Zimt gerochen. Die hat, wenn ich so dran rieche, eher ein bisschen so, kennt ihr den Geruch, wenn ihr eine Bodylotion habt? Und ihr merkt, die ist jetzt geruchstechnisch, riecht die nicht mehr wie vorher, die riecht ein bisschen gelblich. So hat die Maske gerochen. Also es war echt so, dass nach 15 Minuten ich die Maske vom Gesicht genommen habe, weil mir echt so schlecht von dem Duft wurde. Dann hatte ich auch noch das Problem, dass diese Flüssigkeit, mit der die getränkt ist, gar nicht in die Haut rein wollte. Das heißt, nach 3 Stunden hatte ich immer noch so einen mega fettigen Film auf der Haut, den man einfach wegwischen konnte. Also wie gesagt, ganz, ganz großer Flop. Und ich bin ein bisschen nervös, weil die nächste Maske, weil ich wieder noch eine Balea-Maske in meinem Sortiment habe. Aber vielleicht ist die ja besser. Die letzte war von Soap & Glory, die Fab Pore. Die habe ich gestern verwendet. Die hatte einen kleinen, aber doch, ja, doch ein kleines Problem bei mir. Ich habe gestern schon mit Schnupfen angefangen, daher sah meine Nase gestern schon so aus. Was bei der Maske ein bisschen blöd ist, liegt daran, hier ist Menthol drin, das heißt, die kühlt die Maske runter und es hat natürlich da, wo es rot war, auch echt gebrannt. Die brennt zum Beispiel auch, wenn man sie auf die Lippe drauf macht, wenn die ein bisschen trocken ist. Also das ist schon eine krasse Maske, muss ich sagen. Also die hat schon, die pritzelt, es wird richtig, richtig kalt und ist jetzt nicht wie alle anderen Tuchmasken mega entspannt chillig. Die ist eher ein bisschen unangenehm, aber danach sieht das Gesicht sehr, sehr geil aus. Daher würde ich trotzdem sagen, es ist ein Top. Ich meine, ich hatte die ja auch schon in England einmal und habe mir dann 3 Backups gekauft, weil ich sie wirklich gut finde. Und ich bleibe auch bei der Meinung, auch wenn es nicht unbedingt die entspannteste Maske des Jahrhunderts ist, ist sie schon mega, mega geil. Ja, so, das waren meine 3 Maskentage. Und ich kann jetzt schon mal ein ganz kleines Review geben, weil ich habe jetzt schon 6 Tage gemacht. Bis jetzt geht es meiner Haut sehr gut. Um ehrlich zu sein, geht sie sogar sehr, sehr gut. Ich habe ja manchmal hier diese Unterlagerung. Das habe ich gerade gar nicht. Meine Haut ist mega weich. Sie ist mega rein. Tipptopp. Also ich bin momentan noch, ich will nicht zu viel sagen, sehr, sehr begeistert. Aber mal gucken, wie es mit den nächsten Tagen weitergeht. So, es sind wieder 3 Tage rum und nochmal 3 Masken getestet. Die erste war wieder eine von Etude House, die Lotus-Maske. Die fand ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, abgesehen vom Tragekomfort und von der Feuchtigkeit, die spendet, hat die auch sehr gut gerochen. Und ich mochte sie ja, sehr, sehr gerne. Am zweiten Tag hatte ich mal eine Fancy-Maske auch von Yes Too, die Tomaten-Clear Skin Detoxifying Charcoal-Maske. So. Wie ihr auf dem Foto seht, ist die schwarz gewesen. Die ist von der Dicke und von der Feuchtigkeit hat die geähnelt der Balea-Maske. Also die war vom Tuch her relativ dick, war auch nicht so feucht, hat aber sehr gut gerochen und die hat auf der ganzen Haut gekribbelt. Also man hat echt das Gefühl gehabt, die macht jetzt mega was. Daher fand ich sie besser als die Balea-Maske, viel besser. Aber ich würde sie mir jetzt in England auch nicht unbedingt nochmal kaufen. Was mir aber gut gefallen hat, dadurch, dass sie halt dick war, musste ich mich wieder zurückgelegt, also meinen Kopf halt zurücklegen. Aber die muss man nur 10 Minuten drauf lassen, nachher war es nicht so schlimm. Die letzte Maske war von Garnier, die Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske, also diese rosane Sensitiv-Variante. Ich hatte von der ja bis jetzt nur die Lavendel-Variante, jetzt hatte ich die. Ich muss sagen, ich fand die Lavendel-Variante bis jetzt besser, aber die hier fand ich trotzdem gut. Also ich fand, die hat sich super gut im Gesicht angepasst, die hat relativ gut gehalten, sodass ich echt Fernsehen gucken konnte, ohne so da zu liegen. Ich fand auch, das war angenehm auf der Haut, war schön. Also könnte ich mir auch nochmal vorstellen, mir die hier zu kaufen. Ja, und meiner Haut geht es immer noch so wie beim letzten Update. Die ist immer noch mega weich, keine Unterlagerungen. Ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden und bin mal gespannt, was die nächsten Tage bringt.
3 Tage sind rum und ich habe nochmal 3 Masken getestet. Die allererste war die Two-Step Double Effect Facial Shaping System V-Line Maske. Und zwar hatte ich ja, glaube ich, gemeint, die hätte ich aus dem Douglas Adventskalender, aber das kann gar nicht sein, weil hier alles auf Asiatisch steht. Ich gehe mal davon aus, ich hatte die irgendwann mal bei einem Goodie dabei, als ich so koreanische Gesichtsprodukte gekauft habe. Und zwar, ihr seht es jetzt wahrscheinlich gerade auch auf dem Foto, das war so eine ganz komische Maske, die war zweigeteilt. Also oben war es ganz normal klassisch, Sheetmaskenmäßig, also dünner Stoff, sehr feucht, klassisch. Und der untere Bereich, den man echt hier drüber gespannt hat und in die Ohren eingehängt hat, war mehr so gelartig und relativ dick. So, das war eine sehr, sehr coole Maske, muss ich sagen. Also ich mochte das, die hat die Haut ein bisschen gekühlt, hat ein bisschen gekribbelt, also man hatte echt das Gefühl, die macht was. Daher würde ich mir echt mal überlegen, ob ich mir die irgendwann mal nochmal kaufe, weil die war echt cool. Ich muss mal auf eBay gucken, ob ich sowas in der Richtung finde. Die nächste Maske war von Salt House, die Totes Meer Tuchmaske Detoxing. Mit der hatte ich so, ja. Also was mir gut gefallen hat, die war zwar vom Stoff her auch ein bisschen dicker, war aber sehr gut getränkt mit Feuchtigkeit und hat deswegen auch sehr, sehr gut geklebt. Sie war angenehm, die hat auch so ein bisschen gekribbelt auf der Haut, was ich immer ganz gut finde, weil dann habe ich das Gefühl, sie macht was. Das Einzige, was mir danach nicht gefallen hat, war, als ich es runtergemacht habe und es eingezogen ist, war die Haut mega fettig. Also es war echt unangenehm. Ich war kurz davor, mir das Gesicht abzuwaschen, um das wirklich runterzubekommen. Habe aber dann am Schluss, bin einfach ins Bett gegangen und dann war es okay. Aber aus dem Grund würde ich es mir wirklich nicht nochmal kaufen. Und die letzte für diese 3 Tage war von Balea, die Tuchmaske Be a Panda. Ich sah nicht unbedingt aus wie ein Panda, ich sah eher aus wie so sehr, sehr, sehr gruseliger Clown. Ich war positiv überrascht, weil mir hat ja die Drama, No Drama Llama Maske gar nicht gefallen. Die hat mir überhaupt nicht zugesagt, wogegen die echt schon besser war. Die war zwar genauso dick wie die andere, war aber sehr, sehr feucht und hat deswegen relativ gut geklebt. Ich mochte auch den Geruch, ich fand auch das Gefühl danach okay. Ich muss nur sagen, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, kann sein. Oder ob ich jetzt einfach schon eine Handvoll Masken drauf habe und meine Haut jetzt irgendwann keine Lust mehr hat. Mir ist es aber nach Drama Llama auch aufgefallen, dass am nächsten Tag meine Haut so ein bisschen gejuckt hat. Jetzt nicht schlimm, also nicht so wie wenn ich wirklich Ausschlag bekomme, aber das war halt bei der auch so. Ich gehe mal davon aus, Balea macht irgendwas in dieser exorbitant riesigen Liste rein, wo meine Haut nicht ganz so glücklich ist. Daher würde ich, glaube ich, echt, also ich persönlich jetzt Abstand von den Balea Masken nehmen. Aber wenn es euch interessiert, die war echt ganz süß. Und jetzt kommen noch 2 Tage und dann habe ich meine 14 Tage geschafft. So, die letzten beiden Tage sind rumgegangen und ich habe die 2 Masken nochmal aufgebraucht. Noch einmal von Etude House die Keramidmaske. Die war ein bisschen anders als die anderen Etude House, weil die Flüssigkeit nicht durchsichtig war, sondern milchig. Das hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan. Die war echt mega angenehm. Ich liebe die von Etude House, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und am allerletzten Tag habe ich von Serp & Glory nochmal die Pore Refining Maske aufgebraucht. Das ist ja die, die so mega kalt auf der Haut wird, die ich aber trotzdem super gut finde. So, und jetzt dachte ich, ich gebe euch mal ein Update. Ich kann jetzt mal sagen, meine Haut hat diese 14 Tage Maske mega gut überstanden. Also ich hatte ja anfänglich ein bisschen Angst, dass ich mega Ausschlag bekomme oder dass ich Pickel bekomme oder irgendwas in die Richtung. Das war gar nicht so. Also ich habe, bis auf die Balea-Masken war meine Haut eigentlich top. Also bei den Balea-Masken habe ich ein bisschen gejuckt, aber sonst ging's. Ich habe, also meine Haut ist mega weich. Ich habe meiner Meinung nach prallere Haut, wenn ich so also anfasse. Die fühlt sich einfach wieder ein bisschen, ja, ein bisschen kräftiger an. Also nicht mehr unbedingt die Haut einer 30-Jährigen, sondern vielleicht 25. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich habe in meinem eigenen Hautbild wirklich einen großen Effekt gesehen. Leider sieht man es auf dem Vorher-Nachher-Foto nicht so krass. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es euch jetzt einblende, weil ich finde jetzt nicht, dass man viel sieht. Man merkt es halt, wenn man dagegen fest, dass es halt stärker zurückbounced und halt nicht so leicht zum Eindrücken ist. Ich fand die Challenge anfänglich echt ein bisschen hart. Ich habe auch wirklich in der bescheidensten Woche angefangen, also ich habe am 1. angefangen und dann gleich mal übers Wochenende. Und das Wochenende war ja auch stressig und da dachte ich echt so, ach du Scheiße, dann komme ich dann nachts heim und muss mir irgendwie noch eine Maske draufklatschen. Also es hat mich schon ein bisschen, ja,
Aber jetzt so im Nachhinein, ich fand es mega gut. Ich habe mich halt echt jeden Abend dann 15 Minuten Zeit für mich genommen, habe halt die Maske drauf und ich fand es wirklich sehr, sehr angenehm. Und würde es auch sofort wieder machen. Also ich bin jetzt echt so ein bisschen im Tuchmasken-Hype drin und ich fand es hammergut. Also ich würde es euch wirklich empfehlen, wenn ihr mal sagt, ihr habt vielleicht mal 2 Wochen, wo vielleicht nicht so viel los ist oder ihr möchtet einfach mal das ausprobieren. Ich werde, wenn ich dran denke, euch unten in der Infobank von Amazon ein paar Maskenkombinationen mal verlinken. Also gerade von Etude House, da kann man die komplette Maskenreihe auf Amazon kaufen. Jetzt habe ich von The Face Shop die ganz klassische Reihe, die ich auch sehr gut finde, kann man jetzt komplett kaufen. Dann natürlich die Garnier Masken sind super gut. Leider kriegt man die Soap & Glory Masken hier in Deutschland nicht. Ich habe nämlich schon geguckt, weil ich die Radiance Maske auch mega gut fand. Aber ja, wie gesagt, wenn ich dran denke, verlinke ich es euch unten mal. Dann könnt ihr mal gucken. Ich finde es vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch okay, wenn man da irgendwie 12, 13 Masken bekommt für 15 oder 16 Euro. Oder ich meine, die von The Face Shop kosten sogar 18 Euro. Aber das sind 15 Masken für 18 Euro. Wisst ihr nicht? Ist okay. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich meine, für so eine Garnier-Maske gibt man fast 2 Euro aus. Die Balea-Masken waren, ich glaube, auch 1,30 oder so. Also preistechnisch sind die eben mit unseren deutschen. Ich finde wirklich die koreanischen Ticken besser. Die heben halt auch besser auf der Haut. Daher gefallen sie mir ganz gut. Und ja, ich muss jetzt mal gucken, ob ich das jetzt weiterführe bis Heiligabend. Ich muss auch ganz kurz noch dazu sagen, das hatte ich nämlich am Anfang vergessen, ich hatte während diesen 14 Tagen auch meine Periode und jede Frau von euch, die das jetzt gerade guckt, weiß, wie manchmal die Haut ein bisschen ausrastet, wenn man seine besondere Woche hat, und diesmal gar nicht. Ich hatte keinen Pickel. Ich habe, seit ich mit diesen Masken angefangen habe, keinen einzigen Pickel bekommen. Ich habe auch keine Unterlagerung mehr. Also wirklich hier, meine Wangen sind mega weich. Also oh, ich kann gar nicht genug davon schwärmen. Und wie gesagt, ich werde es jetzt wahrscheinlich bis Heiligabend weitermachen, damit meine Haut weiterhin so gut aussieht. Und mal gucken, dass ich so alle 2 Monate so eine Challenge im Prinzip macht, dass ich wirklich sage, alle 2 Monate haue ich es mir mal wieder drauf für 14 Tage und dann passt es. Ja. Und das war meine Review und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Interesse, das auch mal zu machen, oder ich habe euch mal ein bisschen dahin gedrückt, dass ihr das auch mal probiert, weil es war wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich wünsche euch dann einen ganz, ganz schönen Tag. Tschüss!